Wenn sie das für dich tut, hast du ihr Herz erobert. Wer hätte gedacht, dass sich Frauen, die ja gern als geheimnisvollen Liebesdingen gelten, so arglos in ihre Karten schauen lassen? Wenn wir nämlich verliebt sind, ziehen wir alle Register. Sind wir total wahnsinnig und absolut schwer verliebt, darf es gern noch ein bisschen mehr sein. Wenn du wissen möchtest, woran du erkennen kannst, dass dir eine Frau ihr Herz auf dem Silbertablett serviert, haben wir hier ein paar treffsichere Hinweise für dich. Wenn du noch nicht Teil unserer Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Sie will dich ihrer Familie vorstellen. Etwas, das die meisten Menschen bei der Partnerwahl übersehen, ist der Einfluss dieser Entscheidung auf das große Ganze, die Familie. Kaum ein Mensch lebt allein auf weiter Flur. Üblicherweise gibt es Eltern und Geschwister, die man dem neuen Schwarm unbedingt vorstellen möchte. Nummer 2. Deine Freunde werden von ihr begeistert sein. Das Magische an der echten, unverfälschten und tiefen Liebe ist ihre Wirkung auf das gesamte Umfeld. Hegt eine Frau derart starke Gefühle für ihre neue Flamme, merkt man das sofort. Ist die Liebe echt, schafft sie es im Nu, das Umfeld der Eroberung für sich zu vereinnahmen und zu beeindrucken. Gerade der Freundeskreis darf gern anspruchsvoll und kritisch sein, was potenzielle neue Partner betrifft. Nummer 3. Die Zukunft ist ein Thema. Verliebte Frauen genießen es, die gemeinsame Zukunft zu planen. Hier sind sie den Männern manchmal fast so schnell und zielgerichtet unterwegs. Aber wenn es für beide Seiten passt, kann die Reise in dieses Abenteuer natürlich sofort beginnen. Die Zukunft besteht übrigens nicht nur aus der Ferne. Frauen mögen es auch sehr, das nächste Wochenende, das bevorstehende Weihnachtsfest oder den kommenden Urlaub rechtzeitig in trockene Tücher zu bringen. Nummer 4. Sie will unbedingt einen guten Eindruck bei deiner Familie hinterlassen. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass man eine Beziehung niemals nur mit einer Person führt? Man führt sie immer mit ihrer gesamten Familie. Das kann manchmal anstrengend sein, ist im Grunde aber ein gutes Zeichen, weil sich alle Beteiligten dann dementsprechend nahestehen und wichtig sind. Ist eine Frau schwer verliebt in dich, wird sie daher alles daran setzen, um deine Verwandtschaft für sich zu gewinnen. Nummer 5. Du lernst ihre Freunde kennen. Mindestens genauso wichtig wie das Okay der Familie ist jenes der Freunde. So wie die Deinen höchst gespannt auf sie sein dürften, werden es auch die Ihren auf dich sein. Hab keine Angst davor, diesen Ritterschlag zu erhalten. Es spricht für große Gefühle und ernste Absichten, wenn du dem Freundeskreis vorgestellt wirst. Nummer 6. Sie interessiert sich für deine Hobbys. Vorsicht vor Frauen, die dich nur für ihre Leidenschaften begeistern wollen, für die Deinen aber nicht einmal ein offenes Ohr erübrigen können. Egal wie exotisch oder ungewöhnlich dein Hobby auch sein mag, liebt deine Angebetete dich von Herzen, wird sie sich dafür zumindest interessieren und vielleicht sogar begeistern. Nummer 7. Jedes Detail bleibt ihr in Erinnerung. Frauen sind detailverliebt, das ist kein Geheimnis. Wir merken uns kleinste Kleinigkeiten noch Jahre später, was in Beziehungen allerdings nicht immer ein Vorteil sein muss. Sind wir frisch und bis über beide Ohren verliebt, entgeht unserer Aufmerksamkeit erst recht nichts, was mit unserem Herzensmenschen zu tun hat. Nummer 8. Sie teilt ihre Welt mit dir. Das Kennenlernen ist der aufregendste Teil der Verliebtheit. Im Idealfall decken dabei beide Seiten die Karten auf und teilen ihre Gedanken und Gefühle mit. Wenn eine Frau dir einen Einblick in ihre Welt bietet, hast du gute Chancen, einen Fixplatz darin zu ergattern. Nummer 9. Sie lässt dich wissen, dass du ihr fehlst. Hier ist eine interessante Tatsache, was Frauen und Kommunikation betrifft. Wir drücken unsere Gefühle gern spontan und von Herzen kommend aus. Also wundere dich nicht, wenn du frühmorgens oder spätnachts Textnachrichten erhältst, die von Sehnsucht und Liebe sprechen.
Nummer 10. Es interessiert sie, was du zu sagen hast. Jeder Mensch hat eine Meinung und er hat auch unbedingt das Recht darauf, diese kundzutun. In der Liebe ist es manchmal so, dass persönliche Überzeugungen von Wertvorstellungen zu Beginn keine große Rolle spielen. Es regieren die Schmetterlinge im Bauch und leidenschaftliche Gefühle. Doch liebt eine Frau dich von Herzen, will sie unbedingt wissen, wie du zu den großen Fragen des Lebens stehst. Nummer 11. Ihre Freiheit möchte sie mit dir verbringen. Die Liebe ist ein Kontaktsport. Fernbeziehungen oder solche, die mehr von Qualität als von Quantität leben müssen, sind die goldene Ausnahme von dieser Regel. Im Allgemeinen wollen wir den Menschen, den wir vorbehaltlos lieben, wie keinen zweiten so oft sehen wie nur irgendwie möglich. Frauen werfen ihren kompletten Terminkalender um, um das zu bewerkstelligen. Nummer 12. Sie flirtet, was das Zeug hält. Steht unser Herz einmal in Flammen, können wir diesen wundervollen Gemütszustand kaum mehr leugnen. In der Folge prescht unsere Körpersprache nach vorne und bedient die gesamte Klaviatur des Flirtens. Das Verliebtsein ist uns dann sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Nummer 13. Sie achtet mehr denn je auf ihr Äußeres. Frauen wollen gefallen. Sind sie verliebt bis in die Zehenspitzen, werden sie erst recht alles in ihrer Macht Stehende tun, um ihrem Schwarm bestmöglich zu gefallen. Dem Zufall überlassen wird dabei nicht ein einziges Haar auf dem Kopf. Greifen Frauen bewusst zu mehr Make-up und tragen Kleider und Röcke statt Jeans und Hosen, sind sie auf der Zielgeraden Richtung Happy End unterwegs. Unser heutiges Fazit: Aller guten Dinge sind 13. Schockverliebte Frauen, die möglicherweise sogar die Liebe ihres Lebens gefunden haben, sind zu allem bereit. Vor allem möchten wir natürlich, dass alle glücklich sind und sich wohlfühlen. Freunde und Familien müssen unser Liebesglück teilen oder zumindest für gut befinden. Und wir möchten alles über unsere Flamme in Erfahrung bringen. Doch eine Einbahnstraße ist der Weg zum Herzen einer Frau natürlich nicht. Auch wir müssen an Farbe bekennen, uns öffnen und klar und deutlich unsere Gefühle kommunizieren. Der schlimmste Feind einer jungen Liebe ist, einander im Unklaren zu lassen. Macht eine Frau jedoch diese Dinge, die wir dir hier und heute vorgestellt haben, kannst du dich glücklich schätzen und weißt umgekehrt hoffentlich auch sie zu schätzen. Vielen Dank und bis bald!